Also tatsächlich ist es eine Frage, und zwar eine Forschungsfrage. Wie gesagt, Max von Grafenstein, ich bin unter anderem Forschungsleiter am Alexander-von-Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft in Berlin, an dem wir interdisziplinäre Forschungen zu den Wechselbeziehungen zwischen Internet und Gesellschaft machen. Und ich baue dort seit gut einem Jahr ungefähr ein neues Forschungsprogramm auf. Das nennt sich Datenakteure Infrastrukturen, beziehungsweise auf Englisch The Governance of Data-Driven Innovation. Und in diesem Zusammenhang finde ich es unglaublich spannend, hier auf dieser Konferenz heute eingeladen zu sein und auch ein bisschen zu sprechen, weil tatsächlich ist einer der Hauptschwerpunkte dieses Forschungsprogramms die Frage, wie sich eigentlich verschiedene Stakeholder in bestimmten Bereichen koordinieren müssen, um nachhaltige datenbasierte Innovationen hervorbringen zu können, beziehungsweise um adäquat auf datenbasierte Innovationen in ihrem Umfeld reagieren zu können. Das wird heute so ein bisschen Thema des heutigen Vortrags sein. Dieser Schwerpunkt ist letzten Endes gespeist aus persönlichen Erfahrungen, die ich ungefähr vor 7 bis 8 Jahren schon gemacht habe. Und zwar ging das Ganze los, als ich noch als klassischer Urheberrechtsanwalt in den Rechtsabteilungen von größeren, sehr klassischen Medienhäusern saß und Lobbyarbeit machen musste, ganz klar für ein stärkeres, strengeres Internet gegen die Nutzung von eben digitalen Inhalten im Internet. Und nach ein paar Monaten war es eigentlich schon so weit, dass ich mir dachte, okay, also diese Fragen, die damit auftauchen, durch die Verwerfungen, die durch das Internet bedingt sind, die konnten eigentlich gar nicht nur rechtlich gelöst und adressiert werden, sondern für mich war das eher eine Frage der Kreativität des Marktes quasi, eine Frage danach, wie müssen diese Produkte eigentlich produziert werden, wie müssen die vertrieben werden, dass man quasi jetzt auf dieses veränderte Nutzungsverhalten im Internet adäquat reagieren kann. Und als ich zu dieser Einsicht eben kam, habe ich kurzerhand beschlossen, okay, ich höre jetzt auf und gehe nach Paris und studiere da ein Jahr Filmproduktion, unter anderem in Paris, bin dann nach Berlin zurückgekommen und ich habe eben mit verschiedenen Bekannten, die ebenfalls so innovativ in diese Richtung vorgestoßen sind, ein Projekt initiiert, das war damals vom Medienboard gegründet und da wollten wir quasi so eine Art Proof of Concept liefern, dass es eben tatsächlich möglich ist, eben Inhalte entgegen aller Beharrungskräfte im Internet quasi nachhaltig zur Verfügung zu stellen. Und das ist jetzt einfach nur so ein kleines Beispiel, welche Schwierigkeiten oder Vorteile tatsächlich gemeinsame oder getrennte Nutzung von Infrastrukturen eben mit sich bringen kann. Bei dieser Idee war es damals quasi einfach nur, die Grundidee war, dass man quasi Inhalte, die an einem bestimmten Ort quasi aufgenommen wurden, wie Videos oder Fotografien, dass der Nutzer von einem Smartphone die an Ort und Stelle in Berlin über eine Karte verorten konnte, der konnte sich dann diesen Orten nähern, die Inhalte aufrufen und dann, wenn es Fotografien waren, über eine sogenannte Augmented Reality Funktion ein- und ausfaden und so quasi direkt vergleichen, wie das Berlin damals aussah und wie das Berlin eben jetzt heute aussah. Und wir hatten auch natürlich, weil wir Filmemacher unter anderem waren, auch noch kleine Zeitzeugen, Videointerviews gemacht. Damals hatte das den thematischen Schwerpunkt zum Bau und Fall der Mauer. Und die Zeitzeugen sprechen also direkt mit dem Smartphone-Nutzer und führen die dann an die Orte, wo zum Beispiel der eine Zeitzeuge dann am Bahnhof Friedrichstraße auf den Zug aufgesprungen ist, also vor 30 Jahren, und dann von Ost nach West-Berlin geflüchtet ist. So, und was war jetzt quasi die Quintessenz dieser 1,5 bis 2 Jahre Proof of Concept? Ja, also letzten Endes, auf der einen Seite hat das eigentlich wunderbar funktioniert, jetzt mal gemessen an den ganzen Downloads, die wir im Internet hatten. Also die Leute haben das grundsätzlich positiv aufgenommen. Dramaturgisch hat das alles funktioniert. Es hat eine gewisse Anschlussfähigkeit ans eh schon sich veränderte Nutzungsverhalten gebracht. Aber auf der anderen Seite, und das muss man ganz klar sagen, nach diesen 1,5 bis 2 Jahren, es war völlig klar, dass sich dieser Aufwand, also dass der einfach nicht in Relation steht zu dem, was wir am Schluss an Feedback bekommen haben. Und das kann man auch ganz einfach numerisch festmachen, weil natürlich hatten wir das Bedürfnis, dass wir diese 1,5, 2 Jahre an Arbeit, die wir da reingesteckt haben, dass wir das zumindest nachhaltig machen.
also dass wir das weiterfinanzieren können. Und das hat definitiv nicht geklappt. Das ging schon mit den, also mit den Investitionskosten allein für die Herstellung der ersten Version, für die erste iOS-Version los. Das Ganze waren ungefähr, wurde auf 100.000 Euro am Schluss bemessen. Das war dann ein Team von bis zu 7 Leuten, die eben 1,5 bis 2 Jahre gearbeitet haben. Die haben natürlich nur die Hälfte davon gesehen, das ist klar. So funktioniert das über die Rückstellungen in der Filmindustrie. Und selbst als wir dann nach 2 Jahren fertig waren, haben wir gesehen, es geht eigentlich ständig weiter. Dann kamen natürlich die Leute, die gesagt haben, ja, wieso nur eine iOS-App? Wir brauchen natürlich die Android-App noch. Wir brauchen dann die Microsoft-App. Das Problem hat sich ja jetzt Gott sei Dank erledigt. Aber selbst wenn man jetzt noch zwei Betriebssysteme hat, selbst da kommt im Vierteljahrestakt eine neue Version raus und dann muss man ständig die Technologie an diese neue Version anpassen und der Aufwand ist enorm und auch heute noch, das ist jetzt nur noch ein kleines Liebhaberprojekt nebenan, schaffen wir es eigentlich nicht, da immer wieder das so zu updaten, dass wirklich alle Funktionen in Betrieb genommen werden können. Und das war jetzt nur der technologische Aufwand, also vom Rechtlichen zum Beispiel ganz zu schweigen. Also die urheberrechtlichen Verhandlungen, das ist ja ein uraltes Thema für Sie, da brauche ich gar nichts erwähnen. Aber jetzt immer dominanter wird natürlich auch das Datenschutzrecht. Jetzt wollten wir auswerten, wie nutzen die Leute eigentlich bestimmte Inhalte an welchen Orten. Jetzt darf man das natürlich nicht, weil die Datenschutzgruppe sieht geobasierte Daten als besonders sensibel an, also kommen die deutschen Datenschutzbehörden und kommen mit besonders strengen Regelungen und so weiter. Und wäre ich jetzt persönlich nicht Urheberrechts- oder Datenschutzrechtsanwalt im Hintergrund gewesen, dann hätte ich das schon 3-mal aufgehört. So, also das waren quasi so ein bisschen die Erfahrungen und die Lösung, die wir am Schluss quasi als die einzig gangbare gesehen haben, ist, dass man sagt, okay, also wenn man da mitmachen will in diesem Digitalisierungszirkus, das sage ich jetzt mal so, ich bin großer Digitalisierungsfan, aber die Frustration war einfach so stark, dann funktioniert das eigentlich nur nachhaltig, wenn man das auf verschiedene Schultern verteilt. Und das war eben die Idee, wieso es am Schluss zu diesem Forschungsprojekt oder Programm jetzt gekommen ist, weil das eine extrem komplexe und erstmal eine sehr, sehr weite Governance-Perspektive ist, wenn man sich fragt, okay, wie funktionieren in den einzelnen Bereichen eigentlich diese Koordinierungsmechanismen? Und die Vor- und Nachteile, die lassen sich ja, wurden ja heute in einzelnen, zum Teil ja sehr, sehr gut laufenden Projekten alle schon genannt, aber vielleicht ist es nochmal jetzt quasi abschließend ganz nett, dass das auch von der Wissenschaft letzten Endes auf einer Metaebene so beobachtet wird. Also die Vorteile liegen klar auf der Hand. Es ist einfach der geteilte Aufwand, es ist die höhere Durchschlagskraft, also in Bezug auf die App lässt sich das zum Beispiel auch daran zeigen, dass es viel sinnvoller ist, quasi eine Dachmarke zu etablieren und dass quasi sich verschiedene Anbieter einer Infrastruktur bedienen, um allein quasi die Aufmerksamkeit auf dem Endkundenmarkt, im App Store zu bekommen. Und das funktioniert besser unter einer gemeinsamen Dachmarke, als wenn jeder mit seiner eigenen kommt zum Beispiel. Also das so facettenreich ist der Terminus höhere Durchschlagskraft gedacht. Aber natürlich, also kaum hatten wir die Idee und haben eben angefangen, jetzt zu versuchen, okay, diese Infrastruktur zu öffnen, verschiedene Institutionen reinzuholen, kam natürlich sofort der Hasenfuß. Und das Problem war einfach der Koordinationsaufwand, der nötig ist, um jetzt quasi die verschiedenen Interessen an einen Tisch zu bringen. Der war fast genauso enorm. und das geht schon damit los, dass das hat ja oft so eine Identitätsfrage. Jeder will eigentlich was Eigenes machen, erstmal. Wieso muss ich jetzt Kompromisse machen überhaupt, nur um die Kostenfrage zum Beispiel klären zu können? Also da geht es schon los quasi. Diesen ersten Schritt zu machen. Und der zweite Schritt ist, dass selbst wenn man die Leute soweit hat, und letzten Endes sind es ja immer Personen, es ist ja nicht die Institution an sich, sondern es ist dann die Person, mit der man spricht, selbst wenn man die soweit hat und sagt, okay, komm, wir machen das jetzt zusammen, der Aufwand, der quasi in der Kommunikation möglich ist, also das war enorm. So, also was ist das Resultat des Ganzen? Naja, wenn man jetzt quasi aus einer Governance-Perspektive anguckt und sich mal anguckt, also wie lässt sich das eigentlich clustern? So, wir haben die im öffentlichen Auftrag agierenden Institutionen, wir haben die Wirtschaft, wir haben den Gesetzgeber, wir haben die Wissenschaft, alle sind hier heute schon genannt worden. Und das ist das klassische Raster, mit dem man jetzt quasi das Ganze untersuchen kann. Und an diesem Beispiel, das fand ich eigentlich besonders eindrucksvoll, ich weiß nicht, wer von Ihnen das mitbekommen hat, das war 2015,
Da hat die Senatskanzlei in Berlin selber die Idee gehabt, also wir haben mehrere Millionen und wollen das quasi in ein neues Projekt stecken, Digitalisierung der Berliner Kulturlandschaft, aber wir wissen noch nicht was, also machen wir jetzt einen riesigen, sie hat es selbst nicht so genannt, aber letzten Endes war es einer, Multi-Stakeholder-Prozess, um erstmal zu gucken, also wo sind hier eigentlich die größten Synergieeffekte. Und jeder, der da war, an diesem einzelnen Tag mit über 100 Leuten aus den unterschiedlichsten Bereichen, ich meine, das waren Unternehmer, das waren öffentlich-rechtliche Institutionen, das waren zum Teil Politiker, das waren Künstler. Und wenn man sich mit denen mal unterhalten hat, dann hat man gemerkt, okay, vor welcher Herausforderung wir hier eigentlich stehen, wenn wir grundsätzlich davon sprechen, das kulturelle Erbe zu digitalisieren. Was ist das Resultat? Das Resultat klingt banal, es ist letzten Endes daran, und ich finde es unglaublich beeindruckend, wie weit letzten Endes die Bibliotheks- und Archivverbände da schon gekommen sind. Und ich glaube, dass viele andere Bereiche in der kulturellen Landschaft da extrem viel lernen können an Best Practices und so weiter. Aber letzten Endes ist es auch Aufgabe der Forschung, vielleicht Begleitforschung, die solche Multi-Stakeholder-Prozesse begleitet, herauszufinden, in welchen Bereichen liegen eigentlich die höchsten Synergieeffekte, wie müssen jetzt die Kommunikations- oder die Verfahrensordnungen, das können ja auch informelle Ordnungen sein, gestaltet sein, um den Aufwand möglichst niedrig oder das möglichst effizient zu gestalten. Und am Schluss geht es einfach nur um Lernfähigkeit und das Machen. Und das betrifft natürlich nicht nur uns, sondern das ist auch der Gesetzgeber, der natürlich dann nachjustieren muss. Und das jüngste Beispiel, ich nenne sie jetzt nochmal das Datenschutzrecht, weil ich da gerade einen relativ starken Schwerpunkt in diesem Forschungsprogramm habe. Die Datenschutzgrundverordnung, die sieht ja jetzt diese Codes of Conduct vor. Das ist, ich glaube, beim einzelnen Archiven ist das plötzlich schon auf den Schreibtisch gekommen, dass das eine Riesenfrage ist, wie das jetzt eigentlich mit diesem neuen europäischen Gesetz behandelt werden muss. Das sind alles personenbezogene Daten. Dürfen die jetzt verarbeitet werden? Das Gesetz sagt ja erstmal nein, außer es sind technische Vorkehrungen getroffen, die das Risiko minimieren. Und dieser komische Mechanismus führt jetzt dazu, dass eine riesige Rechtsunsicherheit entsteht. So. Und zwar der Gesetzgeber in dieser Datenschutzgrundverordnung schon so klug zu sagen, okay, um die Rechtsunsicherheit zu reduzieren, schlage ich selber im Gesetz Verfahren vor, das sind diese sogenannten Codes of Conduct oder Zertifikate, wo die verschiedenen jetzt für ihre Branche, wie zum Beispiel die Archive, sich gemeinsam mit den Datenschutzen einigen können und sagen, ein für alle Mal für die nächsten 3 bis 5 Jahre einigen wir uns jetzt auf ein Verfahren. So, und das sind eben diese, ja, das ist jetzt, wie gesagt, nur ein weiteres Beispiel, wie sich die verschiedenen Stakeholder aus einer Governance-Perspektive quasi koordinieren müssen, um hier zu erträglichen Lösungen zu kommen. Ja, und das war es eigentlich schon. Das ist da die Europäische Datenschutzgrundverordnung. Die kommt jetzt im Mai 2018, tritt die in Kraft und die hat relativ viel Wirbel gemacht. Das ist das Gesetz mit den meisten Änderungsanträgen, die jemals, es waren fast 5000 Änderungsanträge, die aus der Wirtschaft kamen. Klar, weil da lief Google, alle liefen Sturm, aber das betrifft eben auch uns, das betrifft Archive und so weiter und es regelt den Umgang personenbezogener Daten. Neu. Es gibt schon Gesetze, aber das ist jetzt neu. Ja, ich bin auch überzeugt, dass das noch viel Spaß in der Gast für uns bringt. Aber da war noch mal eine Frage. Wir haben ja auch ein deutsches Datenschutzgesetz, was meines Erachtens recht weitgehend ist hinsichtlich der persönlichen Daten. Sehen Sie das nicht auch dann als ein Kernproblem an? Der Witz an dem deutschen Datenschutzgesetz ist, dass das jetzt in großen Teilen ersetzt wird. Eben von dieser Europäischen Datenschutzgrundverordnung. Und viele Regelungen, die zum Beispiel jetzt im Deutschen, im BDSG schon vorgesehen wurden, wie zum Beispiel, wie ist es denn eigentlich mit Daten, die öffentlich zugänglich sind, dass diese leichten Privilegierungen, die finden sich jetzt erstmal auf europäischer Ebene gar nicht wieder. Ich sage nicht, dass man am Schluss ein D'accord finden wird, aber die große Frage ist jetzt erstmal, wie diese Rechtsunsicherheit quasi über einen Aushandlungsprozess wieder getilgt wird. Und natürlich wird man das auf eine Lösung oder auf einem mit einer Zielrichtung machen müssen, die den Interessen der Archive weitestgehend entgegenkommt. Bei Schutz der Betroffenen natürlich. Gut, weitere Fragen? Dann würde ich Sie gerne nochmal bekräftigen in der Aussage, die Sie getan haben. Letztendlich
sind es nicht die Einrichtungen, oder ja, am Ende sind es die Einrichtungen, die kooperieren. Aber meine persönliche Erfahrung, und ich glaube, das kann hier auch jeder unterschreiben, sind es natürlich bei der Kooperation neben den Fragen, wollen wir, dürfen wir, können wir, sollen wir und wann wollen wir und lässt man uns an der Stelle, natürlich durchaus die Persönlichkeiten und die persönlichen Beziehungen und das persönliche Netzwerk, was Kooperationen am Ende des Tages natürlich ermöglicht, trägt. Und wenn ich höre, erste Ideen 2012 und zur Umsetzung sind wir dann jetzt gekommen aufgrund vieler Stolperstellen, dann denke ich, ist das die gute Grundlage letztendlich. Und dann ist es, glaube ich, nicht mehr so entscheidend, ob es eine gemeinsame oder eine getrennte Infrastruktur gibt. Hauptsache, man verträgt sich an der Stelle. Damit nochmal ganz herzlichen Dank an alle Redner der Nachmittagssektion und für das gespannte Zuhören.